Hallöchen, meine Lieben, und weiter geht's mit unserem zweiten 60 Seconds Run, soweit ich mich erinnere. Und ich habe ja letztes Mal gelobt, dass wir so unglaublich toll Zeug geholt haben, aber im Prinzip haben wir halt auch einfach auf leicht gespielt, was mir dann im Nachhinein klar wurde. Und von daher, ja, höre ich jetzt mal auf mit Loben. Bunkertür wieder im letzten Moment geschlossen, alles beim Alten. Und wir rationieren erstmal noch gar nichts. Es ist schwer, sich auf die unvorhergesehenen Konsequenzen vorzubereiten, weil wir sie nicht vorhersehen können. Und der Geigenzähler geht wieder übelst ab. Es geht ihnen allen gut. Noch, wohlgemerkt. Wir haben eine Gasmaske, daher können wir die auch rausschicken. Weiß nur nicht genau wen. Timmy vielleicht? Ich glaube, als ich den Run mal gewonnen hatte, dann hatten, da hatten wir eh nur drei Leute. Also ich glaube, Timmy rausschicken ist ganz okay. Oder doch Dolores? Ja, schicken wir Dolores raus. Und alle haben Durst. Ist aber okay für uns. Ja, Gasmaske, ne? Ja, natürlich können wir etwas dagegen unternehmen. Da steht jetzt zwar nichts davon, dass wir das Radio anmachen können, aber ich denke mal, dass die das damit meinen. Kaputt, oder was? Seriously? Oh, das Radio ist mega wichtig. Wie unnötig war denn das jetzt? Hieß das jetzt, es war schon an und die wollten irgendwie grundlos daran rumdoktern, oder was? Das ärgert mich jetzt voll. Etwas unerwartet hat eine Gruppe in grüne Schlafanzüge gekleidete Leute an unsere Tür geklopft. Sie haben darauf bestanden, die fröhlichen Gefährten genannt zu werden und wollten von den Reichen nehmen und den Armen geben. Wir sind ja überhaupt nicht reich. Doch sind wir. Also lassen wir nicht rein. Die geben uns nämlich nichts. Die nehmen uns eher was weg. Wir haben zu viel. Wir haben den Zwischenfall ignoriert und die Tür verschlossen gehalten. Und alle drei haben Durst. Die Stille ist unangenehm. Tja, das kommt davon, wenn man sein beschissenes Radio kaputt macht. Warum schaut Ted aus, wie er ausschaut? Er sieht gelangweilt aus. Gar nichts. Vielleicht werden wir unsere Nachbarn in ihrem Bunker hören können, wenn wir uns etwas anstrengen. Hungrig, 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 müde. Warum können die nicht schlafen? Warum? Verstehe ich nicht. Und müde sein macht krank. Mary Jane ist nicht besorgt oder zeigt es zumindest nicht. Nichts Neues bei Timmy und nichts Neues bei Ted. Toll. Super. Regierung wäre unsere einzige Chance, aus dieser Hölle gerettet zu werden. Man kann über sie klagen, aber das ist typisch für Nörgler oder Kommunisten. Wir sind anständige Bürger und pflichtbewusste Steuerzahler, deshalb sind wir ganz sicher, dass Onkel Sam uns retten wird. Na gut, außerdem einmal als unwichtig. Die Vertreter der Regierung werden kommen und wir sollten Augen und Ohren offen halten. Ja, geht schlecht. Und sie ist back. Sie ist auch erschöpft, aber sie ist nicht krank, aber die Maske ist schon kaputt. Ui. Also der Run läuft unglaublich schlecht, dafür, dass wir so gut ausgerüstet waren. Sofern wir mit den Katastrophenwarnungen auf dem Laufenden sein wollen, müssen wir jetzt regelmäßig Radio hören. Ja, super, danke, das weiß ich. Wir haben uns sehr gefreut, als Dolores unverletzt zurückgekehrt ist. Und wir haben einmal Wasser. Alter, ist das eine schlechte Ausbeute. Boah.
Wenn sie nicht heute etwas isst, wird sie vielleicht den nächsten Morgen erleben. Oh mein Gott, das wäre ja furchtbar, wenn sie den nächsten Morgen erleben würde. Ganz furchtbar. Lustig. Lustiger Übersetzungsfehler. Unsere Umgebung ist immer noch hochradioaktiv und wir haben keine verschissene Maske mehr. Es ist höchste Zeit, damit aufzuhören, sich Sorgen zu machen und stattdessen lieber anzufangen, die richtigen Fragen zu stellen oder zumindest auf vernünftige Antworten zu hoffen. Jetzt hör doch auf, mir immer das Radio unter die Nase zu reiben. Und wie können wir das fixen? Vielleicht... selbst mit ganz, ganz, ganz viel Kreativität und Fantasie sehe ich nichts, mit dem wir das fixen könnten. Dolores hat Hunger, ansonsten geht's allen gut. Und warum können wir niemanden rausschicken? Weil sie alle müde sind, oder was? Verstehe nicht. Kinderzeichnungen sind kein ausreichender Grund, um unsere Köpfe irgendwo im Ödland zu riskieren. Was sollten wir dort finden? Ein halbes Dutzend Flaschenverschlüsse? Das war das Risiko nicht wert. Mary Jane fühlt sich sicher. Wer würde das nicht in diesem sarggroßen Bunker? Dolores hat immer noch Hunger und hat jetzt auch noch Durst. Den anderen geht's gut. Und es geht allen richtig mies. Unsere Mahlzeit, die sich kaum als Mittagessen bezeichnen lässt, wurde von einer rauen Stimme von außen unterbrochen. Die Stimme hat gefragt, ob wir einen Stein kaufen wollen. Wir haben uns beruhigt, als wir bemerkt haben, dass die Stimme dem alten Jim gehört, der einst in unserer Stadt gelebt hat. Mindestens so scheint es uns. Zumindest erscheint es uns so. Eigentlich haben wir es nie geschafft, festzustellen, wo er genau wohnte. Vielleicht sollen wir seine Frage beantworten. Es ist unhöflich, unsererseits ihn warten zu lassen. Würde ich einfach mal aufmachen, auch wenn er wahrscheinlich gefährlich ist oder uns was kaputt macht, aber aus Interesse. Also, ich bin gespannt, was jetzt kaputt ist. Noch alles ganz. Wir haben die Tür geöffnet und den alten Mann mit einem Lächeln begrüßt. Er hat uns mit Stolz seine große Tasche voller Steine gezeigt und uns einen Stein im Namen der Freundschaft geschenkt. Wir haben zugestimmt, den am besten aussehenden Stein sorgfältig ausgewählt und der Mann ist gegangen. Wir können uns nicht beschweren, es ist ein echt guter Stein. Der alte Jim hat uns versichert, dass es Glück bringt. Das wird sich zeigen. Ich bin mal gespannt. Mary Jane ist wirklich durstig, sie muss unbedingt trinken. Alle müssen trinken, außer Dolores, sie muss nur essen. Leute, was kann man gegen die Müdigkeit tun? Ich weiß es nicht mehr. Bitte hilft mir. Hilft mir, helft mir. Hunger, 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 Hunger. Nee. Nur Timmy und Mary Jane haben Hunger. Heute haben wir ein paar Leute getroffen, deren Kleidung wie Halloween-Arztverkleidung ausgesehen hat. Sie behaupteten, sie betreiben ein Fellazarett, wandern von Ort zu Ort und versuchen, denjenigen zu helfen, die durch die Gefahren des Ödlands krank und verletzt sind. Sie hatten aber ein Problem. Etwas, was wie Bigfoot ausgesehen hat, hat einen Teil ihrer Vorräte gefressen. Sie fragen uns, ob wir etwas Wasser haben. Nee, können wir uns nicht leisten. Sorry. Ich denke, dass ich beim nächsten Run auch wieder nur drei Leute mit in den Bunker nehmen werde. Also Ted, Mary Jane und die Mutter wahrscheinlich. Weil der Timmy ist halt einfach zu nichts zu gebrauchen, der frisst uns nur die Vorräte weg. Etwas stimmt hier nicht. Sie sind gar keine echten Ärzte. Auf keinen Fall geben wir was diesen Gaunern. Wir können der Telefonzelle klingeln hören und wir können nichts machen, weil alle müde sind. Das ist echt unlustig so.
Ted hat sich immerhin erholt. Das heißt, dass wir jetzt immerhin mal Ted rausschicken können. Auch wenn er wahrscheinlich krank zurückkommt. Weil, ja, ohne Radio werden wir eh nicht rausfinden, wann die Radioaktivität weg ist. Sofern wir mit den Katastrophenwarnungen auf dem Laufenden sein wollen, müssen wir jetzt regelmäßig Radio hören. Ja, das hatten wir ja schon. Vielen Dank. Da stand doch aber, dass es Loris gut geht mittlerweile. Weiß jetzt nicht, warum sie immer noch nicht auf die Expedition kann. Okay, Timmy ist jetzt immerhin wieder fit. Und alle haben Durst. Nee. Dolores hat Hunger und Durst. Ah, schön. Wasser an. Inside, ne? Wasser gegen Karten. Toll. Ne Suppe gegen das Spiel. Das bringt's ja nicht. Vier Wasser für ein Gewehr. Das wäre theoretisch ein ziemlich guter Tausch. Theoretisch. Hunger, 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 Hunger. Nur Dolores braucht nichts. Teddy soll zurückkommen. Wirklich. Okay, immerhin erholen sie sich jetzt langsam alle. Wurde auch Zeit, ne? Oh nee, heißt das jetzt, dass Ted nicht mehr zurückkommt oder was? Scheiße. Dolores war jetzt einen Tag fit und jetzt ist sie schon wieder erschöpft. Und der nächste geht raus und Ted wird wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Toll. Oh, das ist so ärgerlich. Wenn wir das Radio noch hätten, dann wären wir jetzt in einer völlig anderen Position, da bin ich mir echt sicher. Wir frühstücken heute in aller Ruhe, als unsere Landkarte unerwartet von der Wand gefallen ist. Wir haben die Haltenägel überprüft, aber alle waren gut befestigt. Ja, wir knacken den Tresor natürlich. Und da kommt jetzt das Monster raus, ne? Fuck, das habe ich vergessen. Ach nee. Ich dachte, da kam irgendwo so ein Ungetüm raus. Naja. Scheiße. Es ist gelaufen. Das Spiel ist gelaufen. Großartig. Wie? Warum kommt keiner von denen zurück? Kein einziger. Das ist doch wirklich komplettes Pech. Ja, also im Prinzip können wir uns jetzt suizidieren.
Mary Jane ist ernsthaft krank, von einmal kurz rausgehen. Dann hält die Strahlung aber enorm lange an, muss man sagen. Die Überlebenden aus der Nachbarstadt Hill Valley waren am Telefon. Die Leitung war dann tot und wir hoffen, sie rufen wieder an. Ui, toll. Ah, Mary Jane ist nur erschöpft, okay. Yay! Tage, das ist einfach mega schlecht wieder. Ah, okay, das war wirklich kein guter Run. Immerhin war es genau eine Folge. Und wir sehen uns wieder zur nächsten. Macht's gut und ciao, ciao!